Ja, wir wollen jetzt algebraisch entscheiden, welche Lage 3x1 plus 6x2 minus 6x3 gleich 3 und minus 2x1 minus 4x2 plus 4x3 gleich minus 2, das sind zwei Ebenen, welche Lage die beiden Ebenen haben. Und das können wir als lineares Gleichungssystem interpretieren. Und die Frage ist, wie viele Parameter benötigen wir zur Darstellung der Lösung dieses LGS? Und dazu lösen wir das LGS einfach mal. Und zwar, wir machen das streng nach Algorithmus. Wir multiplizieren die obere Gleichung mit 2. Dann habe ich 6x1 plus 12x2 minus 12x3 gleich 6. Und die untere Gleichung multipliziere ich mit 3. Also die kommen von hier und von hier. Und dann habe ich minus 6x1 minus 12x2 plus 12x3 gleich minus 6. So, und wenn ich jetzt die beiden Gleichungen addiere, dann komme ich auf die Gleichung 0 gleich 0. Und was 0 gleich 0 bedeutet, haben wir uns vorher schon überlegt. Was war das? Genau das. Ja. Also wir haben gesagt, das Gleichungssystem führt auf die Gleichung 0 gleich 0, wenn es vorher zwei Ebenen auch waren. Also das bedeutet E1 gleich E2. Ich habe aber gesagt, man kann das auch erkennen an der Anzahl der Parameter, die man für die Darstellung der Lösung dieses LGS benötigt. So, und jetzt würde ich gerne wissen, wie machen wir denn jetzt die Lösungsmenge dieses LGS? Wie viele Parameter benötigen wir und wie sieht die Lösungsmenge aus? Ja, und Sie erinnern sich vielleicht, ich habe Ihnen die Gleichung aufgeschrieben, die Anzahl der Parameter, die Sie benötigen, ist die Anzahl der Unbekannten minus die Anzahl der Gleichungen plus die Anzahl der Nullenzeilen. Das war eine Formel, die ich Ihnen irgendwann mal aufgeschrieben habe. So, wie viele Gleichungen haben wir? Also Unbekannte. Unbekannte haben wir 3. Gleichungen haben wir 2. Nullenzeilen haben wir 1. Die Anzahl der Parameter, die wir benötigen, ist 2. Ja, das kann man schon an der. Und das heißt, sobald wir 2 Parameter beim Lösen dieses linearen Gleichungssystems benötigen, sind die Ebenen identisch. Aber jetzt wollen wir die Lösungsmenge tatsächlich rechnen. Und das heißt, wir brauchen 2 Parameter. Sei und. Sei und. Dritte Reihe bitte. Sei ist 3 gleich 6. Und? Sei ist 3 gleich 6. Warum nehmen wir x2 und x3? Mit der ersten Zeile x2 den Kosinusfaktor. Genau das. Und x3 auch. Ja, genau nach diesem Prinzip machen wir das. Schreiben wir die erste Zeile hin. Habe ich 3x1 plus 6x2, das ist t, plus, nein, minus 6x3, das ist s, so, gleich 3. Und jetzt muss ich diese Gleichung nach x1 auflösen. Also da, dann, ich dividiere erstmal durch 3, dann sieht man schön, x1 plus 2t minus 2s gleich 1 und dann löse ich nach x1 auf und dann erhalte ich x1 ist 1 minus 2t plus 2s. So, und jetzt stelle ich einfach mal die Lösungsmenge des LGS nicht als normale algebraische Lösungsmenge dar, sondern ich schreibe da mal jetzt, das, so wie wir es auch schon gemacht haben, das einfach übereinander. x1, x2, x3 ist gleich. Ja, und von x1 weiß ich, das ist 1 minus 2t plus 2s. Das x2, das ist t und das x3, das ist s. Das hier, das kann man aber auch noch anders schreiben. Das kann man schreiben als 1, 0, 0 plus t mal minus 2, 1, 0 plus s mal 2, 0, 1. Was ist das? Letzte Reihe bitte. Das kann man besser sagen. Es ist richtig. Also Parameterform bin ich mit der anderen Meinung. Und ich schreibe mal das hin, was Sie gesagt haben. Parameterform einer Ebene, das ist richtig, aber mir zu wenig. Ja? Den Ebenen E und E. Ja, identisch. Das ist eine und dieselbe Ebene. Das ist Parameterform von dieser Ebene, nicht von einer. Von dieser. Also das ist Parameterform von dieser Ebene.
Die ist ja, wir haben ja zwei Stück, die aber identisch sind. Und deren Parameterform haben wir jetzt hier ausgerechnet. Das ist eine mögliche Parameterform. Das sind nicht, da gibt es unendlich viele, das wissen Sie. Und das sind genau die beiden Lösungsparameter. Das sind genau die Parameter, die vor den Spannvektoren stehen. Haha, hier. So, also das ist die Parameterform von dieser Ebene. Ja, zwei Parameter heißt identisch. Ein Parameter heißt Schnitt, leere Menge, echt parallel. Das ist der algebraische Algorithmus.